liebe Kolleginnen und Kollegen, fast 500 Milliarden Euro umfasst der Bundeshaushalt 2021, über den wir ja seit gestern sprechen. Nach einer Neuverschuldung im Jahre 2020 von 218 Milliarden Euro, auch 2021 haben wir auch 2021 neue Schulden in Höhe von fast 180 Milliarden Euro veranschlagt. Eine Entscheidung über die Aufnahme von Schulden in dieser Größenordnung ist alles andere als leicht. Das fühlt und spürt jeder hier. Und wir hatten viele Jahre, in denen wir nicht mehr über neue Schulden sprechen mussten, sondern einen ausgeglichenen Haushalt hatten. Und wir müssen uns auch immer wieder vergegenwärtigen, was öffentliche Schulden bedeuten. Es bedeutet natürlich die Belastung künftiger Haushalte, es bedeutet die Notwendigkeit, das zurückzuzahlen, und es bedeutet Einschränkungen für künftige Ausgaben und für künftige Generationen. Aber, und das ist das, was für uns wichtig ist, und dafür bin ich sehr dankbar, dass die Mehrheit dieses Hauses das genauso sieht, wir leben in einer Pandemie. Wir leben damit in einer Ausnahmesituation. Wir leben mit einer Herausforderung, wie sie die Bundesrepublik Deutschland noch nicht in dieser Art gekannt hat. Und wir müssen etwas dafür tun, dass wir in dieser besonderen Situation auch besonders handeln. Und das drückt dieser Haushalt aus. Und was leitet uns dabei? Uns leitet dabei, dass Deutschland ein starkes Land ist, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, ein wichtiger Partner in der Europäischen Nation, der NATO, bei den Vereinten Nationen, ein weltweit anerkanntes, freies, offenes, demokratisches Land und ein Land mit gesellschaftlichem Zusammenhang und einer starken Zivilgesellschaft. Und diese Stärke, das ist das, was uns leitet mit diesem Haushalt, die wollen wir auch in dieser Ausnahmesituation erhalten und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir nach Überwindung der Pandemie da wieder anknüpfen können und diese Rolle auch weiterspielen können. Das ist das, was uns leitet. Und das macht ja niemand für uns, dass wir das heute waren und früher waren und heute sind. Das reicht ja nicht aus, sondern wir müssen dafür arbeiten, dass das auch für die Zukunft gesichert ist. Und ich habe es schon mehrfach hier gesagt, diese Pandemie ist ja etwas, was die Kräfteverhältnisse auf der Welt durchaus erst einmal ökonomisch, aber vielleicht auch gesellschaftspolitisch neu ordnet. Das heißt, wir müssen da schauen, wie wir eingebettet sind in die globalen Zusammenhänge. Und wenn wir uns die Wirtschaftsprognosen des Internationalen Währungsfonds jetzt anschauen, dann sehen wir, dass viele Länder sehr, sehr starke Wirtschaftseinbrüche haben, schon nach den heutigen Prognosen, die sich ja immer wieder ändern können. Das sind darunter auch viele europäische Länder, Italien, Frankreich, Großbritannien, alle um die -10% für dieses Jahr. Dann gibt es eine Mittelgruppe, USA, Deutschland gehört im Augenblick mit den Prognosen dazu, Australien, die liegen so bei 4 bis 5, 6% Wirtschaftseinbruch. Und dann gibt es Länder wie zum Beispiel China, die aus diesem Jahr mit einem Plus von 1,9% herauskommen werden. Immer bei dem Kampf gegen das gleiche Virus. Und das heißt, wir müssen also alles tun, damit der Weg der Erholung, auf den wir gekommen sind im dritten Quartal nach einem massiven Einbruch im zweiten Quartal, auch fortgesetzt werden kann. Und wir müssen alles dafür tun, dass die Prognosen, dass wir 2022 wieder das Vorkrisenniveau erreichen können, auch wirklich Realität werden. Und das, was wir immer wieder beachten müssen, ist, dass sich weltweit zeigt, die Wirtschaft ist genau dort vor allem widerstandsfähig, wo die Pandemie unter Kontrolle ist. Es geht eben nicht um Kampf für die Gesundheit gegen Kampf für Wirtschaft und Bildung und Kultur und anderes, sondern beides miteinander in Einklang zu bringen. Das ist die komplizierte Aufgabe, die wir auch täglich neu austarieren müssen. Wir wissen zwar immer mehr über das Virus, aber wir wissen nicht alles, zum Beispiel auch nicht, wie wir jetzt im Winter natürlich reagieren müssen. Das heißt also, wir müssen sehen, dass Deutschland zu denjenigen Ländern zählt, die diese Zeit erfolgreich bewältigen. Und ich bin der Meinung, der Bundeshaushalt schafft damit die richtigen Voraussetzungen. Und deshalb danke auch an die Haushälter, die ja diesmal
irgendwie etwas mehr zu tun hatten nach der Regierungsvorlage, um das dann in ein Gesetzeswerk jetzt zu bringen, als das in normalen Zeiten der Fall ist. Und deshalb ein ganz besonderer Dank. Wir haben die Aufgabe, die Folgen der Pandemie abzufedern und damit den gesellschaftlichen Zusammenhalt so gut wie möglich zu sichern. Und wir müssen belastbare Grundlagen schaffen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum in der Zukunft. Und deshalb haben wir auch Rekordinvestitionen in den Haushalten 2020 und 2021. Und ich habe sehr wohl gestern die Debatte gehört, dass man sagt, so Regierung, jetzt habt ihr das Geld, nun gebt es aber bitte auch aus. Das nehmen wir sehr ernst. Und ich sage ganz offen, an manchen Stellen müssen wir sicherlich auch etwas schneller handeln, auch manchmal in den Absprachen mit den Ländern schneller handeln. Das Geld ist da und jetzt muss es eingesetzt werden, denn von der Planung im Haushalt alleine entsteht noch kein Wirtschaftswachstum, sondern nur, wenn das Geld auch fließt. Aber wir investieren klug in die Zukunft. Und so ist es zum Beispiel richtig, dass wir 750 Millionen Euro für Impfstoffforschung und Entwicklung ausgeben. Wir können ja auch alle miteinander stolz sein, dass wir zwei Firmen in Deutschland haben. Die eine, die jetzt schon in der Zulassungsphase ist, BioNTech mit Pfizer zusammen, und CureVac, die auf der gleichen Basis einen Impfstoff entwickeln. Wir geben 9 Milliarden in den nächsten Jahren für eine nationale Wasserstoffstrategie aus, 2 Milliarden für künstliche Intelligenz, 2 Milliarden für Quantentechnologie, 2 Milliarden für zukünftige Kommunikationstechnologien, 5 und 6G. Aber das Geld muss eingesetzt werden und dahin kommen, wo es gebraucht wird. Deutsche Unternehmen sollen im internationalen Wettbewerb mithalten können. Aber mir ist natürlich bewusst, dass viele Unternehmen, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Corona-Situation tiefe Einschnitte hinnehmen müssen. Und da denke ich natürlich, wie viele andere hier auch, als allererstes daran, wie viele Menschen das betrifft in ihrer persönlichen Lebensgestaltung. Wir hatten im November 2020 2,7 Millionen Arbeitslose. Das sind 519.000 mehr als im November 2019. Das sind 519.000 Familien, die heute Sorge haben, riesige Sorge haben. Andere haben Sorge um ihren Arbeitsplatz. Und deshalb war es natürlich als erstes richtig, das Kurzarbeitergeld einzusetzen. Dieses Kurzarbeitergeld ist für viele, viele eine Brücke. Und auch gerade bei den Einschränkungen, die wir jetzt im November und Dezember vornehmen müssen, haben wir wieder 537.000 neue Anmeldungen allein im November gehabt. Und das zeigt, diese Brücke funktioniert. Und sie muss deshalb auch fortgesetzt werden. Dafür haben wir ja die richtigen Rahmenentscheidungen getroffen. Es geht darum, auch schnell den Betroffenen zu helfen. Auch darüber ist gesprochen worden. Das sind gigantische Summen von Anträgen natürlich, die behandelt werden müssen. Und vielen geht es zu langsam. Aber ich weiß, dass hier die Regierung sehr hart arbeitet. Und ich bin sehr froh, dass die Abschlagszahlungen jetzt auf 50.000 Euro erhöht werden konnten, sodass da die Hilfe auch besser ankommt. Und meine Damen und Herren, es waren schwere und schmerzhafte Entscheidungen, die wir bis hierher schon treffen mussten mit den Einschränkungen im November, die wir dann am 2.12. noch einmal verlängert haben. Aber das war absolut notwendig. Wir müssen jetzt alles daran setzen, dass wir die deutsche Stärke nicht nur im wirtschaftlichen Bereich erhalten. Es geht nicht nur um ökonomische Daten, sondern es geht eben auch um einen weltweiten Systemwettbewerb, den wir ja spüren, um unterschiedliche politische und gesellschaftliche Systeme. Und unser Handeln ist anders als das Handeln in Ländern, die stärker einer Diktatur gleichen. Das ist vollkommen klar. Und deshalb wird die Wahrnehmung von uns natürlich auch mit der Frage bestimmt, wie seid ihr denn durch diese schwierigen Monate gekommen? Und wir werden anerkannt als freiheitliche Demokratie mit offener und stark individualisierter Gesellschaft. Darauf sind wir stolz. Und deshalb ist der wichtigste Schlüssel, den wir haben, das sind nicht die Verbote und Schließungen und Kontrollen, die müssen an vielen Stellen sein. Aber der wichtigste Schlüssel zur erfolgreichen Bekämpfung des Virus bei uns ist das verantwortliche Verhalten jedes Einzelnen und die Bereitschaft zum Mitmachen. Und wir wissen, dass wir verbindliche Regeln brauchen, und wir wissen auch, dass sich nicht alle dran halten. Aber, meine liebe Kolleginnen und Kollegen, die große Mehrheit der Bevölkerung hat gezeigt, dass sie bereit ist, Rücksicht zu nehmen, eigene Interessen zurückzustellen, mitzuziehen
Und ich bin davon überzeugt, dass die große Mehrheit der Bevölkerung dazu auch weiter bereit ist, weil sie die Dinge so sieht, dass wir hier mit einer außergewöhnlichen Situation konfrontiert werden. Und dafür bin ich von Herzen dankbar, und das sollten wir alle miteinander sein. Aber dieser Dank darf natürlich keine Sonntagsrede sein, sondern im Gegenzug erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass wir ihre Sorgen und ihre Bedürfnisse auch ernst nehmen in der Gemeinschaft. Und das heißt ganz konkret, wir müssen jetzt bei der Verabschiedung dieses Bundeshaushalts an möglichst viele Gruppen in der Gesellschaft denken, die alle Einschnitte und Rückschritte im Zusammenhang mit dieser Pandemie hinnehmen müssen. Und lassen Sie mich mit den Älteren beginnen. Meine Damen und Herren, wir haben alle den Älteren und den ganz Alten in unserem Land viel zu verdanken. Und die Pandemie macht das Leben in Heimen und Einrichtungen einsamer. Wir haben oft darüber gesprochen. Und die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte sind noch belastender, als man sich das eigentlich wünschen würde. Wir haben 800.000 Menschen in Deutschland, die in Pflegeeinrichtungen leben. Aber wir haben auch Millionen Menschen, die ambulante Pflege in Anspruch nehmen. Und wir haben viele, viele, die durch Familienangehörige gepflegt werden. Und auch an die sollten wir denken. Ich habe vor 3 Wochen Gespräche mit Pflegebedürftigen und Pflegekräften geführt. Und ich habe gespürt, unter welch unglaublichem Druck diese gerade die Pflegekräfte, aber auch die zu Pflegenden stehen. Und die Infektionen in den Alters- und Pflegeheimen nehmen besorgniserregend zu. Und deshalb müssen wir alles tun. Wir haben dazu ja auch Vorsorge getroffen mit Schnelltests, die leider nicht oft so schnell zur Verfügung stehen, wie wir uns das wünschen würden, mit besserer Ausstattung der Pflegeheime. Aber wir haben hier eine wirklich noch große Aufgabe vor uns. Und der Hoffnungsschimmer, den wir alle haben, ist, dass die zügige Impfung von Risikogruppen jetzt Anfang des Jahres auch beginnen wird. Ich will an der Stelle allerdings sagen, wir sollten hier sehr realistisch an die Dinge herangehen. Wir werden im ersten Quartal 2021, und das ist nochmal das Winterquartal, noch nicht so viele Impfungen durchführen können, dass wir eine signifikante Veränderung sozusagen in der Bevölkerung sehen werden. Aber wir haben die Chance, gerade Hochbetagte zu impfen, Pflegekräfte zu impfen und damit da, wo im Augenblick die meisten Todesfälle auch auftreten, wirklich schon einen Effekt zu erreichen. Und da wäre schon mal viel gewonnen. Und ich bin den Ländern auch sehr dankbar für die Vorbereitung der Impfzentren und die vorbereitenden Arbeiten und natürlich auch dem Bundesgesundheitsminister. Meine Damen und Herren, neben den Älteren müssen wir natürlich auch auf die Jüngeren achten. Wir haben als Lehrer aus dem Frühjahr gesagt, wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, um Kitas und Schulen offen zu halten. Wir werden alles tun, um Kitas und Schulen offen zu halten. Allerdings gehört in den Wintermonaten auch das Lüften dazu. Das ist einfach so, weil wir besondere Bedingungen haben. Denn die Pandemie hat manche Defizite offengelegt, an deren Überwindung wir jetzt arbeiten, wenn ich an die Digitalisierung denke. Und auch da ist es so, von der Entscheidung, dass zum Beispiel jeder Lehrer einen Laptop bekommt, bis zu der Umsetzung, dass jeder Lehrer einen Laptop in der Hand hält, dauert es in Deutschland immer Monate. Wir können an allen Stellen schneller werden, aber genügend Geld ist da. Wir werden das nächste Jahr zu einer Bildungsoffensive im digitalen Bereich nutzen. Wir werden Kompetenzzentren mit den Ländern entwickeln für digitale Bildung. Wir werden eine digitale Bildungsplattform schaffen, und zwar nicht nur für Schulen, sondern auch für Berufsschulen und für andere Bildungsbereiche. Und meine Damen und Herren, wir müssen auf die Familien achten. Die Familien stehen unter einem besonderen Stress und einer besonderen Herausforderung in diesen Zeiten. Und da war es absolut richtig, dass wir den Anspruch auf jeweils 15 Kinderkrankentage pro Kind pro Jahr beschlossen haben für jedes Elternteil und für Alleinerziehende 30 Tage, weil jeder ahnt, was jetzt los ist in den Familien. Wenn man morgens nicht weiß, hat das Kind Schnupfen ist, kann es in die Schule gehen, was ist in der Schule los, was wartet auf uns. Dieser Stress, den müssen wir uns wirklich immer wieder vor Augen halten, der jetzt gerade in der kalten Jahreszeit da ist. Aber ich glaube, wir haben für Familien vieles getan, was sich in diesem Haushalt auch widerspiegelt. Wir werden das
Kindergeld erhöhen. Wir werden den Entlastungsbeitrag für Alleinerziehende verdoppeln. Der Solidaritätszuschlag fällt weg ab 1. Januar. Das sind Spielräume für Familien, die absolut wichtig sind. Und deshalb ist dieser Schwerpunkt im Haushalt von großer Bedeutung. Meine Damen und Herren, die Pandemie, das ist ja nichts, was sich auf Deutschland beschränkt, sondern wir sind eingebettet als Mitglied in der Europäischen Union in die Gesamtherausforderung. Und Deutschlands Stärke ist ja gerade auch die Verankerung in starken europäischen und internationalen Partnerschaften. Und deshalb hat uns das natürlich auch in unserer EU-Ratspräsidentschaft beschäftigt. Wir alle hatten uns diese Ratspräsidentschaft wirklich anders vorgestellt. Und vieles ist dabei nicht umgesetzt, konnte nicht umgesetzt werden. Und das ist schade. Und dieses bestimmende Thema war natürlich die Pandemie. Und deshalb kann ich sagen, dass wir hier in den letzten Monaten besser geworden sind, was die Koordinierung anbelangt. Wir haben jetzt mehrere Videoschalten gehabt mit allen Staats- und Regierungschefs, wo wir uns immer wieder koordiniert haben. Ich will nur daran erinnern, dass unsere Betrachtung der Inzidenzen zum Beispiel von 50 als Zielmarke inzwischen in Europa weitestgehend akzeptiert wird, auch von der ECDC, der Europäischen Gesundheitsbehörde, dass wir mehr Harmonisierung, wenn auch noch keine vollständige, bei Quarantäneregelungen haben, dass es uns jetzt in der zweiten Welle weitestgehend gelungen ist, den freien Warenverkehr doch aufrechtzuerhalten. Das hat uns ja in der ersten Welle der Epidemie sehr geschadet. Und es ist eine gute Sache, dass zusammen mit Mitgliedstaaten die Europäische Kommission auch die Impfstoffe beschafft hat. Für uns ist das manchmal gar nicht so ersichtlich, dass das so wichtig ist. Aber für die vielen kleineren europäischen Länder ist das ganz, ganz wichtig, dass wir nicht 27 Mal die Vertragsverhandlungen mit jedem Impfstoffhersteller führen, sondern dass wir hier zu einer fairen Verteilung kommen, dass wir mit 6 Partnern, mit 6 Unternehmen bereits solche Verträge abgeschlossen haben und dass auch keine Neiddiskussion zumindest innerhalb der Europäischen Union aufkommen wird bezüglich der Verfügbarkeit dieser Impfstoffe. Meine Damen und Herren, morgen wird der Europäische Rat stattfinden. Dieser Europäische Rat, da würde ich Ihnen gerne mehr erzählen, was wir dann am Ende Freitag wirklich herausbekommen haben. Aber fast alles ist noch im Fluss. Wir werden natürlich über die Frage des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union und die vertraglichen Grundlagen darüber sprechen. Der britische Premierminister wird heute Abend bei der Kommissionspräsidentin sein. Die Kommission führt für uns die Verhandlungen. Wir haben da volles Vertrauen. Und es gibt nach wie vor die Chance eines Abkommens. Ich glaube nicht, dass wir morgen schon wissen, ob das gelingt oder nicht. Das kann ich jedenfalls nicht versprechen. Aber wir arbeiten weiter daran. Aber wir sind auch vorbereitet für Bedingungen, die wir nicht akzeptieren können. Also wenn es Bedingungen gibt von britischer Seite, die wir nicht akzeptieren können, einen Weg zu gehen, der ohne Austrittsabkommen da ist. Denn eins ist klar, es muss die Integrität des Binnenmarktes gewahrt werden können. Und da gibt es eine Reihe komplizierter Fragen, die vor allen Dingen darin liegen, wie behandelt man denn die Dynamik? Wir starten jetzt von einem gleichen Rechtssystem, mehr oder weniger, harmonisierten Rechtssystem. Und über die Jahre werden sich die Rechtssysteme natürlich im Umweltrecht, im Arbeitsrecht, im Gesundheitsrecht überall auseinanderentwickeln. Und wie reagieren jeweils die anderen Seiten darauf, wenn sich die Rechtssysteme oder die Rechtssituation entweder in der Europäischen Union oder Großbritannien ändert? Und wir können nicht einfach sagen, darüber sprechen wir nicht, sondern wir müssen ein Level Playing Field nicht nur für heute haben, sondern wir müssen das auch für morgen und übermorgen haben. Und dafür muss man Absprachen treffen, wie wer reagieren kann, wenn der andere seine Rechtssituation verändert. Ansonsten kommt es zu unfairen Wettbewerbsbedingungen, die wir unseren Unternehmen nicht zumuten können. Und das ist die große, schwierige Frage, die noch im Raum steht, neben Fragen der Fischquoten und Ähnlichem. Aber diese Frage des fairen Wettbewerbs in sich auseinanderentwickelnden Rechtssystemen, die ist die eigentliche große Frage, auf die wir befriedigende Antworten brauchen. Wir werden beim Europäischen Rat über die Beziehung der Europäischen Union zur Türkei sprechen. Leider ist das Angebot, was wir zu Beginn unserer Präsidentschaft sehr intensiv gemacht haben, mit der Türkei in einen intensiven Dialog zu kommen, nicht in dem Maße aufgegriffen worden, wie ich mir das gewünscht hätte. Die Aktivitäten im südlichen Mittelmeer sind nach wie vor da. Zypern hat besonders darunter zu leiden. Und so werden wir darüber entscheiden müssen, wie wir weiter vorgehen. Und dann liegt natürlich die Aufgabe des europäischen Finanzrahmens und Aufbaufonds
vor uns. Sie wissen, dass es hier schon im Juli schwierige Verhandlungen gab. Es war damals schon absehbar, dass die Geldsummen alleine nicht das Problem sind, sondern auch die Frage der Rechtsstaatlichkeit, der Konditionalität eine große Rolle gespielt hat. Die hat uns im Juli schon sehr beschäftigt. Das Ganze musste jetzt in einen Rechtsakt umgesetzt werden. Ungarn und Polen haben daraufhin gesagt, dass sie dem so nicht zustimmen können. Und wir suchen jetzt nach Möglichkeiten, unter Beibehaltung natürlich dieses Rechtsstaatsmechanismus Lösungen zu finden, um diese Blockade aufzuheben. Auch da kann ich Ihnen leider noch nicht sagen, ob das gelingen wird oder nicht. Die deutsche Präsidentschaft arbeitet sehr eng daran zusammen mit dem Rat. Und das wiederum liegt als Problem vor einer anderen, eigentlich bestimmenden Frage für den morgigen Europäischen Rat, nämlich der Frage, wie verpflichtet sich die Europäische Union zu ambitionierteren Klimazielen? Am Sonnabend findet eine außerordentliche UN-Konferenz statt. Eigentlich haben wir alle gesagt, wir wollen im Jahre 2020 unsere Ziele erhöhen, und die Europäische Union steht hier unter Druck. Ich will nur daran erinnern, China hat gesagt, sie werden 2060 CO2-frei sein. Sie werden vor 2030 den Peak bei den CO2-Emissionen erreichen. Das sind sehr ambitionierte Vorhaben. Wir wissen, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Wechsel der Administration wahrscheinlich auch wieder oder nicht wahrscheinlich zurückkehren werden zum Pariser Abkommen. Das heißt, es lasten große Erwartungen auf Europa. Unser Ziel ist, mindestens 55% hier zu vereinbaren für alle Mitgliedstaaten. Die jeweiligen rechtlichen Regelungen werden dann ja erst 2021 erarbeitet. Ob uns das gelingt, hängt sehr stark auch davon ab, wie weit wir kommen bei den finanziellen Fragen. Und wir wissen jetzt leider schon im Blick auf die Finanzen für den Haushalt 2021, dass wir nicht pünktlich starten können mit der mittelfristigen finanziellen Vorausschau. Und dass die Ausgangssituation jetzt natürlich, wenn wir keinen Haushalt haben, bedeutet ein Zwölftel des vergangenen Haushaltes, der aber geringer ist, als der Haushalt war, weil Großbritannien jetzt ausgetreten ist. Das heißt, das bedeutet für viele Programme, die auch hier in Deutschland eine große Rolle spielen, die Sozialprogramme, die Kohäsionsprogramme, natürlich, dass erstmal sehr große Unsicherheit sein wird. Und deshalb müssen wir uns da auf eine schwierige Zeit einstellen. Meine Damen und Herren, die Notwendigkeit, international zusammenzuarbeiten, hat sich während der Pandemie ja noch einmal wirklich verstärkt. Wir sehen das. Und ein Beispiel, wo der Wert globaler Partnerschaften uns noch einmal richtig vor Augen geführt wurde, das ist sicherlich die Entwicklung wirksamer Impfstoffe und hier auch einer fairen Verteilung. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass wir in den G20-Staaten schon im März vereinbaren konnten, dass wir eine globale Initiative für die faire Verteilung von Impfstoffen starten konnten, den sogenannten ACT-Accelerator mit der Plattform COVAX. Und wir werden jetzt darauf achten, dass hier auch wirklich genügend Geld ist. Es ist noch nicht genügend Geld da. Deutschland hat sich allerdings hier stark beteiligt, damit eben auch Impfstoffe beschafft werden können. Nicht nur für Europa, nicht nur für Großbritannien, nicht nur für die Vereinigten Staaten von Amerika, sondern genauso für die Entwicklungsländer. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir erleben, das spüren wir alle, ganz besondere Wochen. Wir sind in einer entscheidenden, vielleicht in der entscheidenden Phase der Pandemiebekämpfung. Und alle historischen Erfahrungen lehren, dass gerade die zweite Welle einer Pandemie die weitaus anspruchsvollere ist als die erste. Und sie lehren auch, dass eine solche zweite Welle sehr schmerzhaft sein kann. Und deshalb denken wir ja auch an die Menschen, die Tag für Tag an oder mit dem Virus sterben. Und dann wir denken an die, die zu dieser Stunde in den Krankenhäusern um ihr Leben kämpfen, an die, die alles für sie geben, die Ärzte und Pfleger. Und ich sage Ihnen ganz offen, das kommt mir in diesen Tagen manchmal etwas zu kurz. Was sich da abspielt, was da geleistet wird, dafür ein herzliches Dankeschön. Und daran sehen wir, dass die zweite Welle dieser Pandemie es in sich hat. Und das zeigen eben die historischen Erfahrungen auch so. Und das ist jetzt nicht anders, als es früher war. Und wir erleben dabei ja so etwas wie ein Wechselbad der Gefühle. Auf der einen Seite, finde ich, können wir durchaus stolz darauf sein, wozu wir in den letzten 10 Monaten seit Beginn der Pandemie in der Lage waren. Jeder und jeder Einzelne von uns, aber wir auch als Gemeinschaft. Und wir haben schon ein sehr großes Stück des Weges zurückgelegt.
Wir hatten es am Anfang des Jahres mit einem ganz unbekannten Virus zu tun. Wir wissen heute sehr viel mehr über die Wege der Infektion, über die Möglichkeiten, sich zu schützen, über Symptome und Behandlungswege. Wir konnten zu Beginn des Jahres niemandem sagen, wie schnell es gelingen würde, einen Impfstoff zu entwickeln. Und dass heute in Deutschland an vielen Orten Impfzentren errichtet werden, und zwar mit der begründeten Hoffnung, dass dafür auch ein Impfstoff da ist, das ist etwas, was es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben hat, in einer so kurzen Zeit. Das müssen wir uns vor Augen führen. Also, wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Und warum ist das so? Das ist so, weil wir Menschen kreativ sind und weil wir einen unglaublichen Forschergeist haben, weil weltweit die besten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns gezeigt haben, was im Menschen steckt. Und ich bin überzeugt, wenn diese Pandemie überhaupt irgendetwas Gutes hat, dann zeigt sie uns, wozu wir Menschen imstande sind, wenn wir unser Herz in die Hand nehmen. Und wenn wir mit Ausdauer und Kreativität handeln und wenn wir über Grenzen hinweg zusammenarbeiten. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe eben von einem Wechselbad der Gefühle gesprochen. Und das heißt, dass zu dem gesamten Bild auf der anderen Seite eben leider auch gehört, dass die seit dem 2. November geltenden Kontaktbeschränkungen zwar das dramatische, exponentielle Wachstum der Neuinfektionen der Wochen stoppen konnten, aber die Trendumkehr ausgeblieben ist. Die Fallzahlen liegen auf einem viel zu hohen Niveau. Und ganz alarmierend ist, wie sehr die Zahl der Menschen wächst, die intensivmedizinisch behandelt werden müssen, und die Zahl der Menschen, die an dem Virus sterben. Und ich will uns noch mal vor Augen führen, die erste Lesung dieses Haushalts hat am Dienstag, wurde er eingebracht, dem 29. September eingebracht. Da hatten wir 1.827 Fälle an einem Tag, 352 belegte Intensivbetten und 12 Tote. Heute haben wir 20.815 Fälle, 3.500 mehr als vor einer Woche, 4.257 belegte Intensivbetten gegenüber gestern, die Zahl von heute ist noch nicht da, und 590 Tote. Und die Konklusion heißt einfach, die Zahl der Kontakte ist zu hoch, die Reduktion der Kontakte ist nicht ausreichend. Und meine Damen und Herren, ich glaube ganz einfach, und das ist jetzt der, wissen Sie, das ist der Unterschied, das ist ja auch nicht so schlimm. Es ist schade, aber es ist nicht so schlimm. Ich glaube an die Kraft der Aufklärung, dass Europa heute dort steht, wo es steht, hat es der Aufklärung zu verdanken und dem Glauben daran, dass es wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die real sind und an die man sich besser halten sollte. Und ich bin da ganz sicher, ich habe mich in der DDR zum Physikstudium entschieden. Das hätte ich in der alten Bundesrepublik wahrscheinlich nicht getan, weil ich ganz sicher war, dass man vieles außer Kraft setzen kann, aber die Schwerkraft nicht, die Lichtgeschwindigkeit nicht und andere Fakten nicht. Und das wird auch weiter gelten, meine Damen und Herren. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen zu machen. Und weil die Zahlen so sind, wie sie sind, müssen wir etwas tun, und zwar Bund und Länder gemeinsam. Ich kenne die Zuständigkeiten der Länder im Infektionsschutzgesetz. Wir haben ja hier auch viel darüber gesprochen. Und ich achte diese Zuständigkeiten auch. Und ich weiß aus den vielen Runden, die wir miteinander hatten, wir können es nur gemeinsam machen. Aber ich kenne natürlich auch meine besondere Verantwortung, auch die Verantwortung der Bundesregierung. Und deshalb halte ich es schon für geboten, dass Sie wissen, was mich leitet. Und da will ich sagen, dass ich glaube, dass wir gut daran tun, das, was uns die Wissenschaft sagt, nämlich gestern die Leopoldina, auch wirklich ernst zu nehmen. Wir freuen uns, wenn die Wissenschaft einen Impfstoff entwickelt. Wir freuen uns, wenn wir einen Menschen haben, die bei uns den PCR-Test entwickelt haben. Und wenn die Wissenschaftler uns dann etwas sagen, dann fangen wir an zu sagen, na ja,
Könnte sein und kann auch nicht sein. Ich kann uns nur sagen, nehmen wir das ernst. Und die Leopoldina hat uns gestern, in drei Stufen gesagt, was jetzt notwendig ist. Und da gibt es eine Entwicklung, über die ich mich sehr freue, dass sozusagen die Stufe 2, was tun wir ab dem 24.12., doch weitgehend sozusagen unstrittiger zu werden scheint, dass wir danach eine Phase brauchen, vielleicht bis zum 10. Januar. Wir dürfen nicht vergessen, das Ziel heißt runter auf 50 Fälle pro 100.000 in 7 Tagen. Und das Ziel heißt nicht, nach Tagen zu rechnen, sondern nach Resultat zu rechnen. Sonst entgleitet uns die Pandemie wieder und wieder. Und das können wir auch den Menschen nicht zumuten, sie immer wieder darüber im Unklaren zu lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deshalb sind die Empfehlungen meiner Meinung nach richtig, Geschäfte dann zu schließen, die Zahl der Menschen, die sich treffen, so klein wie möglich zu halten. Wir haben Regelungen getroffen, dass Weihnachten, Familienfeste möglich sein sollen. Aber ich appelliere an jeden, wirklich hier vorsichtig zu sein. Und ich sage es auch noch mal, ich habe es schon öffentlich gesagt, ich sage es auch hier noch mal, ich halte die Öffnung von Hotels für die Übernachtung von Verwandten für falsch, weil sie wieder Anreize schafft, die vielleicht nicht notwendig sind. Aber das ist jetzt mal etwas, was wir nicht mehr überwinden werden. Ich halte es auch für richtig, die Schulen in dieser Zeit entweder durch Verlängerung der Ferien zu schließen bis zum 10. Januar oder aber Digitalunterricht zu machen oder was auch immer. Das ist egal. Wir brauchen aber Kontaktreduzierung. Und ich sage Ihnen, was mir jetzt Sorge macht, und darüber müssen wir in den nächsten Tagen sehr schnell sprechen, das ist die Entwicklung im Augenblick. 3.500 Fälle mehr als vor einer Woche. Ich weiß, dass wir Bundesländer haben wie Sachsen, Thüringen, in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, in denen wir einen ziemlich freien Anstieg der Fälle haben. Aber selbst wenn wir die rausrechnen, haben wir immer noch Anstiege. Und bis Weihnachten sind es noch 14 Tage genau von heute. 14 Tage. Und wir müssen alles tun, dass wir nicht wieder in ein exponentielles Wachstum kommen. Und nun hat uns die Leopoldina für diese Zeit gesagt, wir sollen alle Kontakte, die nicht absolut notwendig sind, wirklich reduzieren und meiden. Und so hart das ist, und ich weiß, wie viel Liebe dahinter steckt, wenn Glühweinstände aufgebaut werden, wenn Waffelbäckereien aufgebaut werden, es verträgt sich nicht mit der Vereinbarung, dass wir zum Beispiel Essen und Verzehr nur zum Mitnehmen nach Hause wirklich vereinbart haben. Es tut mir leid, aber es tut mir wirklich im Herzen leid. Aber wenn wir dafür den Preis zahlen, dass wir Todeszahlen von Tag am Tag 590 Menschen haben, dann ist das nicht akzeptabel aus meiner Sicht. Und deshalb müssen wir daran. Und wenn die Wissenschaft uns geradezu anfleht, vor Weihnachten, bevor man Oma und Opa und Großeltern und ältere Menschen sieht, eine Woche der Kontaktreduzierung zu ermöglichen, dann sollten wir vielleicht doch noch mal nachdenken, ob wir nicht irgendeinen Weg finden, die Ferien nicht erst am 19. beginnen zu lassen, sondern vielleicht schon am 16. Was wird man denn im Rückblick auf ein Jahrhundertereignis mal sagen, wenn wir nicht in der Lage waren, für diese 3 Tage noch irgendeine Lösung zu finden? Und das mag ja sein, dass die Aufhebung der Schulpflicht das Falsche ist. Dann muss es der Digitalunterricht oder sonst was sein. Ich weiß es nicht. Das ist auch nicht meine Kompetenz. Da will ich mich nicht einmischen. Ich will nur sagen, wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und anschließend es das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben. Das sollten wir nicht tun, meine Damen und Herren. Und die Leopoldina hat auch recht, wenn sie uns mahnt, dann nach der Zeit des Zurückfahrens die möglichst höchste Berechenbarkeit für die weiteren Maßnahmen dann auch aufzuzeigen. Ich meine, wenn wir ganz realistisch sind, dann müssen wir die Winterzeit geht bis Mitte März. Das ist eine überschaubare Zeit von Anfang Januar bis Mitte März. Die kriegen wir hin. Wir werden dann nach menschlichem Ermessen einen Impfstoff haben. Dann wird sich das von Monat zu Monat verbessern. Und wir müssen jetzt uns noch einmal anstrengen. Wir haben jetzt schon so viele Monate mit diesem Virus verbracht. Und wir haben doch gelernt, wir können etwas dagegen tun. Das ist ein bisschen unmenschlich, dass ich immer auf Distanz gehen muss, dass ich keinen treffen soll. Und wenn, dann nur mit Schutzvorrichtung. Das ist richtig. Und diesen Mund-Nasen-Schutz.
Aber das ist ja auch nicht etwas, was unser Leben total zerstört. Und deshalb sollten wir schauen, dass wir nicht zu viele Menschenleben zerstören und gleichzeitig, das wissen wir ja, damit auch die Wirtschaft am Laufen halten. Und in diesem Sinne bitte ich Sie, auch die nächsten nicht einfachen Tage mit uns gemeinsam durchzustehen. Herzlichen Dank. Jetzt erteile ich das Wort dem Fraktionsvorsitzenden der FDP, Christian Lindner.